Andrea von Schnitzer. Für die, die uns nicht kennen, wir sind Hersteller von proteinfreier Bio-Backware aus dem Schwarzwald. Und wir begrüßen euch heute nicht aus unserer Heimat Offenburg, sondern aus Adelboden, weil wir hier Stefan Lewitz, Skirennläufer vom DSV Alpin Team, persönlich treffen. Servus. Hi Stefan. Stefan hat gerade soeben sein Riesenslalomrennen am Jeansbergli hinter sich gebracht. Leider lief es nicht ganz so, wie wir uns alle erhofft haben. Wir haben stark mitgefiebert. Stefan, woran lag's? Ja, es sind hier mehrere Faktoren. Ich habe mich echt ganz gut gefühlt, war gut vorbereitet, aber ja, es sind einfach in den letzten Jahren sind sehr viele Sachen passiert, wo einfach noch nicht ganz so gut verarbeitet sind vielleicht. Und ja, im Rennlauf muss man einfach nicht nur körperlich, sondern auch im Kopf bei 100% sein. Und momentan tut mir noch ein bisschen schwer, aber ich weiß, an was es liegt und werde weiter hart daran arbeiten. Und dann ja, wird es hoffentlich die nächsten Rennen anders laufen. Ich habe jetzt ein bisschen eine Rennpause. Nächsten Weg habe ich erst im Februar und liegt ein Haufen Arbeit vor mir, aber ich werde das angehen und dann wird es sicher anders ausschauen. Okay, ja, in Garmisch geht es weiter. Was wirst du denn, also körperlich arbeiten, psychologisch, also in welche Richtung willst du denn? Sowohl als auch, also körperlich darf man natürlich auch nicht stehen bleiben, aber ja, jetzt gilt es einfach wirklich da mental nochmal den Schritt zu machen, um einfach wieder ein bisschen die Lockerheit zu finden und einfach wieder zu 100% angreifen zu können am Start, weil ja, wie gesagt, auch mit 90% ist man da einfach in dem Feld nicht dabei und deswegen gilt es jetzt einfach da dran zu arbeiten. Ich weiß, in welche Richtung es gehen muss. Und das ist schon mal gut zu wissen und ich weiß, dass ich schnell Skifahren kann und an dem muss ich festhalten. Und ja, dann läuft es hoffentlich am Heimrennen dann umso besser. Stimmt, das ist ja sogar ein Heimvorteil. Vielleicht hilft das auch nochmal. Ist eigentlich auch das Thema Ernährung für dich persönlich unterstützen? Es ist für mich natürlich oder als Spitzensportler allgemein ein sehr wichtiges Thema. Dadurch, dass bei mir vor 4 Jahren auch eine Zöliakie herausgefunden wurde, hat sich das dann nochmal ein bisschen verändert und muss sagen, dass ich seitdem hat sich alles ins Positive entwickelt. Also nicht nur gesundheitlich ist bei mir sehr viel passiert, auch meine Rückenschmerzen haben sich auf einmal in Luft aufgelöst und einfach mein Wohlbefinden ist um einiges besser geworden. Und Ernährung ist für mich echt ein sehr, sehr wichtiges Thema und lege ich auch sehr viel Wert drauf. Ja, das ist schön, zumindest dieser Punkt schon mal positiv sich auch auf das Ergebnis dann auch auswirken kann und du das auch schon spürbar erlebt hast. Stell dich aber bestimmt auch immer wieder vor Herausforderungen, oder? Also gerade du bist in den Bergen dieser Welt unterwegs, gerade während der Saison, Beaver Creek, Waldesee, hier im Berner Oberland. Absolut. Also es ist schon immer sehr schwierig, weil wir eben sehr, sehr viel unterwegs sind. Also jetzt daheim ist es natürlich überhaupt kein Problem. Man kann einkaufen, was man will, aber wir sind jede Woche in einem anderen Hotel. Und ja, dann macht es das alles ein bisschen schwieriger. Aber man muss auch sagen, dass sehr viele Hotels sich auch sehr gut auf dieses Thema auch jetzt eingestellt haben. Cool. Und da auch Zugang zu Produkten haben und auch dementsprechend kochen. Mhm. Aber es ist für mich natürlich sehr, sehr wichtig, auch so einen Partner jetzt wie Schnitzer an meiner Seite zu haben, weil ich dann einfach nicht aufpassen muss, ob ich jetzt im Hotel was zu essen bekomme, sondern ich weiß, was ich auf dem Teller habe und kann mich dann auf das andere konzentrieren. Genau, dann sollte das kein Negativaspekt mehr haben, sondern einfach nebenher laufen. Das hört sich gut an. Und was steht dann jetzt noch an? Ist auch mal noch ein Slalomrennen geplant oder die nächsten Wochen? Wir haben jetzt das Programm ein bisschen auch auf Super-G gelegt, also eine schnellere Disziplin, um da einfach ein bisschen an Tempo und Timing zu arbeiten, um auch einfach mal vielleicht den Kopf wieder ein bisschen frei zu bekommen und dann vielleicht auch den Schritt in die Super-Kombi und dann stehen sicher noch ein paar Slaloms auch noch an, aber für mich gilt es jetzt nach dem heutigen Rennen einfach nochmal ein bisschen Rennpraxis, egal in was für ein Rennen das ist und ja, da schauen wir jetzt, werden wir jetzt die nächsten Tage unseren Plan aufstellen und dann werden wir sehen. Neu fokussieren. Ja. Okay. Wir wünschen auf dem Weg auf jeden Fall nur das Beste. Wir fiebern weiterhin mit, wir verfolgen und vielleicht unterstützt auch einfach weiterhin unsere Produkte. Wir haben hier auch noch was dabei für dich.
Das nur als Muster, natürlich auch noch mehr. Wir danken dir für die Zeit, die du für uns genommen hast. Und wir wünschen der Community alles Gute, bis bald und freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, wenn wir den nächsten Sportler bei uns begrüßen. Ciao! Ciao!